Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Mirage. Dann wollen wir mal weitermachen. Schauen wir mal. Wir sind ja mittlerweile hier hintönen. Genau, wir wollten die Dings machen. Ja, muss mich erstmal wieder reinfinden. Genau, wir wollten einen Schlüssel finden, der hier irgendwo verloren ist. Geh auf Erkundungsflug. Ich war natürlich so weise und habe nicht auf Google geguckt, wo man den Schlüssel findet. Weil ich es vergessen habe. Was man nicht im Kopf hat, das hat man dann, ne? Okay. Müssen wir jetzt hier die ganzen Wachen markieren? Ich möchte wissen, wo der Schlüssel ist. Hat mir geschrieben, einer der Schüler, ne? Ach komm. Kletter mal nochmal runter. Dass sich der jemand den Schlüssel ausgeborgt hat. Eventuell. Oh. Falsche Taste. Und ja. Den einfach nur nicht zurückgebracht hat. Vielleicht finden wir den ja hier irgendwo. Was? Nein. Was haben wir denn hier? Geheimes Zimmer? Okay. Dann nicht. Wir haben zwar einen Geheimraum gefunden, aber in dem ist anscheinend nichts drin. Ich hatte gehofft, da wäre der Dings drin, der Schlüssel. Aber anscheinend, ja. Finden wir alles nur den Schlüssel nicht. Ah, wir haben ja auch gerade erst angefangen, also. Ist noch alles offen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah ja. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Wieder im Innenhof. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite ja was. Die werden bestimmt auch Räume sein, durch die wir anscheinend nicht können. Na, sehr nett. Darf ich hier rein? Nein. Okay. Wo ist der Schlüssel? Wo ist wohl der Schlüssel? Entschuldigung. Hier oben können wir durch. Und hier um Sperrgebiet natürlich. Wahrscheinlich die Privatgemächer von den Leuten. Muss er gerade jetzt hierher kommen?
Ja. Gleich mal einfach mal hier durch. Nein, ich bin nicht hier. Toll. Das hat ja super funktioniert. Lauf! Nein! Weg, 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 weg! Tschüss! Jo, moin! Ja, ich bin aber, ne? Es muss da oben sein. Irgendwo da oben in den Links. Ja, ja, sorry. Entschuldigung. Wollt euch nicht stören. Redet ruhig weiter. Da ist noch eine Truhe. Ich will halt nicht alle töten. Ich komme mich gar nicht rein. Das ist sehr nett. Aufpassen müssen wir auch wieder. Wozu gibt es denn die Querbalkenwände, ne? Wenn sie einen dann doch entdecken. Nee. Wir müssen anscheinend durch den Eingang. Das hat also durch den, wo wir eben auch durch sind. Ich weiß. Ah gut, das ist wieder das. Das wollen wir nicht. Das war auch nicht geplant. Vielleicht kann ich da hoch. Wie war das? Nein. Also das Klettersystem ist ja jetzt so viel besser. Alles hat so seine Vor- und Nachteile, ne? Können wir von hier aus lesen? Die Rückkehr von Al-Jabbar. Lieber Kollege, ich vertraue dir ein Werk an, das einst mir anvertraut wurde. Schwarizmis Al-Jabbar. Sein Autor in der Sorge, dass das Haus der Weisheit Unwissenheit anheimfallen und damit sein Werk gefährden könnte, wollte seine Ideen in Konstantinopolis verbreiten. Da ich mich mein Ende nähere, scheint es mir angemessen, dass sein großes Werk nach Bagdad heimkehrt. Nur eine Kanalüberquerung vom Haus der Weisheit entfernt. Ah ja. Interessant. Ach, wir können auch hier lang laufen. Was siehst du, Enkidu? Wo ist der Schlüssel? Kommen wir nicht auch ohne Schlüssel rein? Eventuell.
Ach, ich google einfach mal. Moment. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht finden. Ja, ist ja gut. So, Haus der Weisheit, Schlüssel. Ey, einen Schlüssel finden. Steinbarrikade haben wir schon zerstört. Genau, wo findet man den Schlüssel? Ah, okay. Der befindet sich wohl in der Nähe von so einem Dings. Also es ist ein NPC. Und der befindet sich auf dem Dach. Und er befindet sich bei einem Gerät. Bei einer Gerätschaft. Einer astronomischen Gerätschaft. Da vorne, glaube ich, müsste das sein. Da. Da. Und irgendwie kann man das auch sichtbar machen. So. Mit dem Adlerauge natürlich. Aber wir sind sogar in der Nähe von dem, ne? Oh, natürlich. Überall wachen. Ah ja. Jetzt sehe ich den Schlüssel. Klar. Die ganze Zeit haben wir rumgeguckt und haben ihn nicht gesehen. Jetzt sehen wir den. Jetzt, wo wir es wissen. Ne? Na, erstmal hinkommen, ne? Zur Mittagsstunde in Kuraya. Sehr wichtig. Ich kann nicht sagen, warum. Mit deiner Vermählung. Natürlich. Okay. Nee, hier ist nichts. Hier muss ich aufschließen. Meine Güte. Mach mal die Tür wieder zu. Hm? Schön. Ich glaube, das war das, was runtergefallen ist, ne? Och, Mensch. Huch. Einmal da hoch. Nein, einmal andersrum. Ah, nee, hier ist eine Leiter. Ach, komm. Okay, dann eben so. Aber das hier. Das hatten wir doch schon gemacht. War, glaube ich, da, ne? Ja, ist ja mittlerweile kaputt. Okay. Ja, gut. Dann haben wir das. Würde ich mal sagen. Da wollte ich, glaube ich, zu dem wollte ich mal hin, ne? Zu dem Buchsammler. Mal mit dem quatschen. Ja. Und tschüss.
Jetzt sind wir wieder safe. Entschuldigung. Ich muss hier mal dran vorbei. Einmal hier. Mit dem C irgendwo festhängen. Ja, das ist das, was wir wollen. Was? Entschuldigung. Ah, da seid ihr. Ich dachte, ihr steht draußen. Das sind eine Menge Bücher. Noch zu wenig. Nicht, dass ich ein Bibliothekar bin. Ich bin Schriftsteller. Okay. Viele Bücher hier sind meine eigenen Werke. Oh. Ich sammle jedoch auch, das stimmt. Diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände. Ah, ja. Solltest du einen solchen finden, bringe ihn hierher. Es wird sich für dich lohnen. Könnte ich sein. Vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen. Ja. Ja, machen wir. Okay. Ist gut. Ah. Huch. Gut, dann, ich klau mal von dir, ne? Ich hoffe, es ist nicht so. Entschuldigung. Achso, ja. Ich bin aber weg. Huch. So. Ja, können wir eigentlich machen, ne? Wenn wir welche finden. Wildnis. Ah, da ist auch was zu sehen. Wie gesagt, könnte ich sein. Autor und Buchsammler gleichzeitig. Ich glaube, das ist gar nicht mal so selten, dass auch Leute, die schreiben, lesen. Oder andersrum. Je nachdem. Ah, ja. 9 Meter. Da ist sogar schon eins. Anscheinend. 4 Meter. Wo denn? Ich glaube nicht, dass sie das ist, oder? Nee. Wo ist es denn? Entschuldigung. Ist es da oben drauf oder? Nee, jetzt sind unten. Das muss hier oben irgendwo. Ich könnte auch sagen. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ja. Da rein? Ups. Entschuldigung. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, da hat jemand das Regal wunderbar vor die Treppe gestellt. Das würde ich ja nicht machen, ne? Ach, hier ist das Buch. Ne? Ja. Okay. Ansonsten ist hier nichts, ne? Okay. Ah, ja. Ich gehe mal da unten lang. Ich will nicht über die Mauer. Ah, Hilfsmittel können wir auch verbessern. Das ist sehr schön, aber... Ich will erstmal das mitnehmen. Okay. Daran muss ich mich noch gewöhnen.
Okay. Das haben wir jetzt auch. Nicht so weit rauszoomen immer. Ich will gar nicht so weit. Ich will eigentlich nur ein Ding rauszoomen, aber irgendwie sucht er mal zu weit raus, ne? Okay. Oder? Ja, doch. Haben wir da draußen denn noch was? Anscheinend, ne? Oder ist das schon wieder in der Stadt? Nee, ich glaube, das ist noch außerhalb. Okay. Na komm. Na komm, mein liebes Kamel. Huch. Nee, schon wieder drin, ne? Na gut, da können wir eigentlich wieder... Oder was? War da was? Ja, hier ist noch was. Okay, dann holen wir uns erstmal das Rätsel. Das Rätsel. So, was haben wir hier? Naja, den Schatz werden wir noch bergen. Naja. Das war mir klar. Das müssen wir dann wahrscheinlich wieder suchen. Okay. Alles sehr, anders. So. Komme ich denn da am besten hin? Nehme ich wieder... Nee, indem ich den hier benutze, ne? Hatten wir den noch nicht? Ich war mir sicher, wir hatten den schon. Huch. War das nicht der vom Eingang, wo er schon... Komisch. Oder war das... Nee. Da ist ja das der Bruder... Oder war das der erste, den wir gemacht haben und dann habe ich den übersehen. Dann nehmen wir erstmal den hier. Dann reisen wir dahin und dann laufen wir da zurück. Ich war der Meinung, wir hatten den schon, aber... Anscheinend nicht. Naja, dann nehmen wir den halt jetzt mit. Dann ist das so... Nö. Na komm. Nimm die Beine in die Hand. Schwing die Hufe. Wo ich könnte eigentlich was trinken, ne? Ich meine, ich habe mich was beide mit dem, ne, beschwert, aber, ne? Nutzt da nicht mal die Zeit, wenn schon mal wieder Ladezeiten da sind. Okay. Okay. Dann gehen wir erstmal dahin. So, den haben wir ja schon. Jetzt hätten wir ja die Schnellreise nicht nutzen können. Ganz weird. Na komm. Aber gut. Alles nach und nach. Wir nehmen das schon mit. Ne, immer mit der Ruhe. Dann mitten in den Sumpf. Mitten ins Brackwasser. Ich bin in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, doch ich lag den ganz versagen. So weit tief runter sollte eigentlich nicht springen. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Okay. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an ihn gewöhnen.
glaube ich. Bayek ist da doch ein bisschen grobschlächtiger. Und Ezio sowieso. Ezio ist ja sowieso eine andere Nummer. So. Machen wir noch. Keine Sorge, aber ich werde erstmal den Aussichtspunkt mitnehmen. Das war's dann wohl mit erstmal den Aussichtspunkt mitnehmen. Unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst ja einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Mhm. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Ja. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Ja, aber jetzt doch noch nicht. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ah, ja. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Na, wenigstens etwas. Ich wollte doch nur den Dings mitnehmen. Befreie Ali ibn Muhammad. Der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen und in das bestbewachte Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Kitmatun-Münzen sind eine seltene Währung und können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis beim Bab Dimashq einzuschleichen. Meine Güte. Das wird noch. Okay, aber ich will doch erstmal das hier machen. Dankeschön. Und dann können wir das immer noch machen. Die Hauptquest hat so viel Zeit. Ach, wir können von da aus sein und dann da und... Ja. Okay. Dann... Nein! Du solltest auf dem scheiß Seil bleiben! Du solltest doch nicht vom Seil runterspringen. Ich bin extra auf das Seil draufgesprungen. Danke. Damit wir hier hoch können. Nicht damit du da runterspringst. Kannst hier mal durchgucken? Maxim ist immer so übereifrig. Meine Güte, lass dir doch mal Zeit. Ist hier überhaupt was drin? Nein, das hätten wir vielleicht vorher öffnen sollen, ha? Ach ja, meine Güte. Was ist denn das hier? Ah, oder hier. Oder so. Kannst du mal wieder rausklettern? Ach, von hier aus kommen wir nicht weiter. Wir müssen auf die andere Seite tatsächlich sogar. Glaube ich. Oder? Nee. Ja. Ach, von hier aus hätten wir weitergekommen. Okay. Naja, dann eben so. Dann eben so. So, jetzt aber. Bitte mitnehmen. Nicht nur drauf sitzen und warten, dass was passiert, sondern, ne? Schau dich mal um.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber hier ist kein Dings, ne? Kein Fluss. Was siehst du? Wo? Ah, hier ist der Brunnen. Doch, das ist hier, ne? Wo hieß hier die Oase? Hier irgendwo muss die Oase sein. Oder ist die Spiegel verkehrt? Die Karte. Hier irgendwo ist Ich bin manchmal verwirrt von diesem System. Und jetzt? Moment. Ich hatte das doch fotografiert. Wo habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Da. Genau. Fliegt doch nicht so weit weg. Das ist die, ne? Mit dem Dings. So, und da hier das Wasser fließt. Oder warte mal. Warte mal, warte mal. Nee, das ist trotzdem anders proportioniert, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass es das hier ist. Ist hier irgendwo... Ja, danke, das suche ich nicht. Das ist auch manchmal ein bisschen nervig, ne? Ha. Ich meine, so weit war das ja auch gar nicht entfernt, ne? Wie eine Straße oder so? Und dahinter müsste das schon sein. Das ist der liebe Brunnen. Komisch. Komisch, komisch. Jetzt peng ich ja schon wieder damit rum. Wollte ich das nicht eigentlich verschieben? Ach. Ach. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist das. Sieht sehr danach aus. Es könnte aber auch was anderes sein. Vielleicht haben die auch überall diese blöden Dinger. Diese sternförmigen Brunnen. So, jetzt haben wir den. Warum liegt hier noch so viel rum? I'm not begeistert. Aber dann machen wir das jetzt. Hat er das wirklich nicht gemacht? Komisch. Ah, das ist das Gefängnis, ne? Nee, da wird... So. Genau, das. Los. Nehmen wir mit. Wo ist das? Ist das hier unten oder oben? Hier unten. Ah, sehr schön. Okay. Da oben ist auch... Entschuldigung. Ich hoffe, das ist keine Gotteslästerung, wenn wir hier hochklettern.
Aber die haben hier was hingepackt, deswegen, ne? Müssen wir hier hoch. Okay. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Einfach Voido. Kommen wir schon irgendwie an. Da, wo ich ankommen möchte. Okay. Jetzt hier hoch? Ja. Dann seid ihr wieder runter. Okay. Achso. Müssen wir wieder irgendwo einbrechen, oder wie? Kannst du mal bitte? Ja. Hier. 7 Meter. 5, 4. Ist das da unten? Aber wie? Wie komme ich da rein? Ah, ja. Oder wäre es gar nicht notwendig gewesen? Huch. Müssen wir mal kurz gucken. Doch, jetzt kriege ich die Tür auf. Ah, da greife ich doch zu. Ah, okay. Das war, ja. Warum nicht? Wenn wir es schon mal finden, dann nehmen wir es doch gleich mit. Ja. Genau, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Hier hatten wir schon, ne? Und das war die Sternwarte, da waren wir schon. Ein bisschen umgucken. Genau, hier ist die Haus der Weisheit, meine Güte. Da war der Typ mit den Büchern. So. Ja, das hatten wir. Waren wir ja auch schon. Ich glaube schon. Mal ein bisschen langsamer drüber. Okay, dann gehen wir dahin. Genau, hier hatten wir das noch nicht. Und dann auch nicht so viel, ne? Okay. Dann zwischendurch mal die ganzen Sachen mitnehmen. Hier für seinen Kumpel die ganzen Sachen, ne? Was es nicht noch so gibt. Den Vogel vielleicht mal gucken lassen. Ach ja, und ich sollte vielleicht mal beim Fertigkeitenmenü vorbeischauen. Wenn wir schließlich wieder 2. Ach, es kostet natürlich 3. Was hatte ich denn hier unten? Die Konterrolle, ne? Was hatten wir hier? Hm. Alles gut, ne? Ja, komm, machen wir erstmal das hier. Enkidu ist auch wichtig. Genau. Naja. Huch. Der Timer bimmelt. Ist schon wieder so weit? Ist schon wieder so viel Zeit umgegangen? Heilige Güte, geht die Zeit schnell um. Okay, dann gucken wir mal kurz nochmal ins Inventar und gehen dann weiter, ne? Gehen dann weiter und machen, beenden den Part. Meine Güte. Okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.
Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Mm-hmm.